Um zu improvisieren, hast du einen bestimmten Tonvorrat und wir nehmen dafür drei Töne. Die leere Saite von der untersten, das ist die E-Saite. Das ist die dünnste von allen. Die kannst du wieder so mit dem Daumen anspielen oder mit dem Zeigefinger oder sogar auch mit dem Plektrum, wie du möchtest. Kannst mal verschiedenes ausprobieren, Anzupftechniken. Von oben nach unten oder von unten nach oben. Probier einfach rum. Der zweite Ton, den spielst du mit dem Zeigefinger. Legst ihn auf dem zweiten Bund. Leere Saite ist 0. Das ist der erste Bund. Du legst ihn aber auf den zweiten. Wichtig ist, dass du fest gedrückt hältst, damit der Ton auch klingt. Ansonsten haben wir sowas. Also, wenn du feste drückst, klingt ja auch lange. Und dann haben wir noch mit dem Mittelfinger, da können wir den Zeigefinger liegen lassen, den dann auch feste drauf drücken, das ist der dritte Ton. Mit diesen drei Tönen kann man schon ein wunderbares Solo spielen. Dazu musst du ab und zu mal einen Ton spielen, probier einfach, was gut klingt und denk auch besonders dran, Pausen zu machen. Pausen sind genauso wichtig wie Töne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.